Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, ich habe noch mal ein bisschen was vorgefarmt. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier unten alles auslernen, weil wir können wieder ein paar Aschewände herstellen. Zwar nicht viel. Ich glaube, den lassen wir dann gleich weiterlaufen mit Pilzkram. So, dann ist das nämlich auch mal weg. Nehmen wir den noch. Uiuiuiui. Ist ja alles weg hier. Ah, dann nehmen wir die Pilze. Hauptsache weg. So, und jetzt mal gucken. Da haben wir auch noch Pilzbrei. Ja, komm. Das heißt, wir haben 25 Asche. 25 Asche. Mal gucken. Da kriegen wir wieder ein bisschen was an Zement raus. Ja, ein bisschen. So, das heißt, Asche kommt da oben rein. Die Batzen kommen da unten rein. Da fehlt mir noch. Brauchen wir aber Nashornkäferköpfe. Machen wir das noch und das. So. Und dann nehmen wir uns mal eine ganze Ladung Kiesel und Ton mit. Ich habe da nämlich noch ein paar Blaupausen, die ich ganz gern wegkriegen würde. Und dann würde ich sagen, bereiten wir mal so ein bisschen die Piratenzone vor. Ich hatte ja gesagt, das wird sich alles hier ein bisschen ziehen mit der Piratenzone, weil wir ja laufend Materialengpässe haben. Holz und Grasplatten sind mengenweise da. Pilzziegel ist auch nicht das Problem. Es liegt alles an den Aschewänden. Aber gut, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ja, die Rüssi ist auch gerade nicht. Ich sehe noch keine Ameise. Wir müssen da hinten auch noch schließen, aber hier sieht schon ganz... Oh, wenn die Tür auf ist, bringt uns das nicht viel. Aber ich habe noch keine Ameise hier drin entdeckt. Noch. Die können aber da hinten noch rein. So, wie ihr seht, habe ich hier so ein bisschen Weg schon angedeutet, weil hier ist es blöd mit Ton hochzubauen. Das wird nicht so schön dann aussehen. Na komm. Das heißt, den Kram machen wir mal fertig. Fertig, fertig. Und dann bauen wir nochmal ein bisschen Ton da vorne ein, dass die Blaupausen weg sind. Und dann würde ich ganz gerne mal grob Blaupausen setzen und mal grob planen, wie das dann hier auf dem Gelände weitergeht. Und das können wir dann nach und nach, so wie wir das Material haben, dann verbauen. Nur ich dachte, es ist ein bisschen blöd, wenn ich die Blaupausen alle offscreen setze. Ihr wollt ja sehen, wie es gebaut wird. Und nicht, wie ich das Material da reinstopfe. Oder wahrscheinlich beides oder wie auch immer. Deswegen machen wir zusammen jetzt hier mal so grob die Planung für die weiteren Gebäude, Marktstände und, und. Und wie gesagt, so wie wir das Material da haben, wird es dann auch verarbeitet. Und das sieht schon ganz gut aus vom Ton her, aber das reicht noch lange nicht. Das wird ja noch bis nach da hinten weitergezogen. Da muss ich gucken, wie ich hier den Bereich noch hinbekomme. Ist noch ein bisschen Arbeit. Echt jetzt? Deswegen müssen wir zumachen. So, weiter geht's. Machen wir erstmal alles schön dicht. Dann sind die Blaupausen schon mal weg. Der Ton müsste eigentlich reichen. Hoffe ich ja zumindest. Ja, noch auf Lager. Also für die Fläche hier soll es auf jeden Fall reichen. Okay,
Okay, wie viel fehlt jetzt noch? 42. Wo fehlt eigentlich noch hier? Unkrautstängel, Grasplatte, Kleeblatt, Saft, Aschezement. Das kann ja nur noch der Turm sein, aber das hört sich nach so viel an, ne? Habe ich meine Läuselatschen an? Ja. Oh, da ist eine Ameise. Gleich weg. Gleich weg. Bevor sie mir irgendwas kaputt machen. So, das heißt, Ton brauchen wir jetzt noch 42. Dann gucken wir, dass wir da vielleicht jetzt den Aschekram fertig machen können. Ich hoffe ja, dass das jetzt reicht. Dann wäre schon mal der grobe Leuchtturm da. Also erstmal Ton. Nehmen wir zwei Stück mit. Dann Zement, Zement, Zement. Nicht viel. 24. Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? 13. Okay, das kriegen wir fertig. Das heißt, wir brauchen noch Klee. Wir brauchen Saft, Grasplatten und Unkrautstängel. Klee. Saft. Unkrautstängel sind nur 4, Grasplatten 8. Die können wir so hintragen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4. Hallo? Ah, jetzt muss ich wegen dem Gedöns das Amulett, wegen einem einzigen lege ich jetzt das Amulett an. Prima. Na gut. Aber dann sollten wir den Leuchtturm vielleicht jetzt fertig kriegen. Wie gesagt, der muss nicht viel höher, weil er ja schon höher sitzt. Ja, hier muss noch eine Tür rein. So, und dann muss ich mir halt noch überlegen, was machen wir hier rein, dass es schön leuchtet. Vielleicht ein Kronleuchter irgendwie basteln? Oder wieder hier Figuren mit Lampe hinstellen. Aber ich glaube, Kronleuchter ist vielleicht die coolere Variation. Da müssen wir mit dem schon mal anfangen, damit wir erstmal eine Höhe gewinnen. Macht das Sinn? Jetzt muss getüftelt und probiert werden. Was wäre, wenn... Warte mal, kann ich die hier... Kann ich hier auch dran machen? Ja. Ich überlege nur gerade. Wie sieht es aus, wenn ich mir einfach ein bisschen mehr Platz schaffe? Aber das Problem ist, das geht nicht über Kreuz. Das heißt, rein theoretisch könnte ich die hier ansetzen. Ja, oder auch nicht. Da ist es zu niedrig. Okay, also müssen wir doch mit denen hier probieren. Dann probieren wir es mit denen. Machen wir uns zwei Stück untereinander. Ja, Saft haben wir doch. Und dann müssten wir es eigentlich mit denen hier komplett zuballern. Ja, da fängt es schon an. Dass wir das nicht schön auf einer Höhe hinbekommen. Ach, das ist doch blöd. Hier wird es gehen. Da wird es gehen. Ich glaube, das passt nicht, oder? Da diese Zwischenstufe. Da. Ey, was ein Gepuzzle. Hier müsste eigentlich auch einer sein. Der nochmal weg.
Den hätte ich gern hier. Und den setzt er jetzt gleich wieder. Da haben wir wieder so eine Lücke da dazwischen. Wir probieren es einfach mal. Umsetzen können wir sie ja immer noch. Vielleicht ist das im gebauten Zustand vielleicht einfacher. So, und jetzt wäre es cool, wenn wir sie drehen könnten. Jetzt machen wir aber oben auch nochmal. Jetzt versuchen wir sie mal tiefer zu setzen. Ey, das sieht so blöd aus. Das sieht so blöd aus. Hier müsste eigentlich noch einer hin. Ja, vielleicht einfach mal fertig bauen und gucken, wie es aussieht. So, das heißt, Leuchtturm wäre auch erstmal soweit fertig. Bis auf Tür. Da muss noch eine Tür rein. Da nehmen wir natürlich eine Aschetür. Damit es auch optisch passt. Wo war sie denn? Da, Aschetür. Ja, hat was. Die muss noch beleuchtet werden, also die Tür und der Turm. Das heißt, da machen wir uns hier eine hin, so ungefähr auf die mittlere Höhe. Dann setzen wir uns hier und hier noch eine hin. Dann gehen wir ein Stückchen hoch. Ich glaube, hier machen wir eine hin und hier machen wir eine hin. Und dann gehen wir ins Lager und holen uns das Material, was wir brauchen. So, jetzt hier ist ein bisschen blöd. Ich glaube, hier machen wir einfach unter die Stufe. Und hier auch nochmal eine hin. Das müsste dann eigentlich reichen. So, und hier setzen wir überall noch eine dazwischen. Vielleicht kriegen wir da mehr einen Lichteffekt dann hin. Hier oben soll es ja richtig strahlen. So, das heißt, wir haben jetzt auch wieder die ganzen Rezepte drin, beziehungsweise Blaupausen. Dann können wir nach den Blaupausen wieder einkaufen gehen. Oder Material holen gehen. Na, klein, aber fein. Das heißt, wir brauchen Saft, wir brauchen Sprösslinge. Wir brauchen trockenes Gras. Wir brauchen Schleimpilz. Schleimpilz habe ich wahrscheinlich nicht viel da, aber es geht. Und wir brauchen Seile. So. Ton, Saft, trockenes Gras, Sprössling, Seidenseil, Madenhaut, Leuchtklipper. Seidenseil, Madenhaut, Leuchtklipper. Nehmen wir mehr mit. Seidenseil, Madenhaut und Leuchtklipper ist drüben. Von hier brauchen wir noch... Glühwurm. Leuchtklipper. Madenhaut. Und noch irgendwas hat gefehlt. Teichmoos. Ein Teichmoos, genau. Ein Teichmoos ist die Frage. Das ist da vorne. So, ich hoffe ja, dass das jetzt alles reicht, dass wir die Kiste fertig gebaut kriegen. Und dann gehen wir den Ton da hinten noch verbauen, dann wäre da auch mal Zoom. Und hier muss ich mir dann auch überlegen, dass das ein bisschen aufgehübscht wird, weil ich finde einfach nur so Pilzwand so ein bisschen blöd. Ja, muss ja nicht. So, und die lassen wir Standard leuchten, also erstmal keine Farben. Das machen wir ganz am Schluss, wenn die City soweit fertig ist, würde ich sagen. So, machen wir erstmal Licht. Ah, von der Beleuchtung her reicht's. So, dann haben wir ja hier die. Hier noch eine. Hier noch eine. Dann haben wir die. Und die. Und die. Ja, dann machen wir erstmal die.
Ja, komm. Das sieht schon komisch aus. Die da müsste mal mehr. Dann machen wir hier hin. Es hätte sogar noch eins tiefer gekonnt. Aber dann ist die Frage, ob ich hier noch dran vorbeikomme. Obwohl, hier komme ich ja auch dran vorbei. Das ist zu tief. Das ist viel zu tief. Müssen wir uns mal von unten aus anschauen. Ob man überhaupt einen leuchtenden Effekt sieht, ich glaub's nicht. Ja gut, man sieht, dass er leuchtet. Das ist auf jeden Fall. Er ist hell ausgeleuchtet. Ja gut, okay. Müssen wir damit leben. Schon sieht man nichts mehr. Das ist halt auch blöd, weil wenn man weit genug weg ist, sieht man kein Licht mehr. Aber okay. Das sieht doch schon ganz gut so aus. So, jetzt kloppen wir hier die letzten noch rein. Dann haben wir hier schon mal den hinteren Bau fertig. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das ordentlich verbaut kriegen. Weil hier die Rose ist ja schon das Problem, dass man da nicht durchbauen kann. Ich weiß nicht, ob sie es geändert haben. Das können wir ja gerne mal testen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine Wand. Zack. Und zack. Und da seht ihr schon. Das ist das Problem. Die Blätter kann man nirgends bebauen. Ja. Das heißt, die komplette Rose, die komplette Fläche hier unten, kann ich nichts bauen, außer irgendwelche Kleinigkeiten, die da drunter passen. So wirklich ein Häuschen da drunter passt nicht. So, jetzt ist die Überlegung. Hier hätte ich halt ganz gern sowas wie kleine Marktstände, so ein Marktplatz. Ne? Dass wenn man hier reinkommt, erstmal Geld ausgeben kann. Dann könnten wir vielleicht hier anfangen. Ja, lieber hier die Kante nehmen. Also wie gesagt, nicht wundern, wir machen jetzt einfach nur mal eine grobe Planung, wie, wo ein Gehäuse, Gebäude, nicht Gehäuse, ein Gebäude stehen könnte. So, das heißt, rein theoretisch könnten wir hier was hinmachen. Ruhig ein bisschen größer machen. So, und hier hinten lassen wir es wieder zugehen. Na. So. Dann lässt mir hier wieder einen kleinen Weg frei. Ich glaube, wir machen zwei breit frei. Oder? Hier noch ein kleines Gebäude hin. Ja, das können wir hier sogar in das Gedöns rein. So. Ja, das war falsch. Das war auch falsch. Das weiß ich, vielleicht macht man da sowas wie eine Bank rein. Machen wir hier eine Tür. Bei dem könnten wir vielleicht sogar... Oh, da hätte ich eine Idee. Da hätte ich eine Idee. Da machen wir zwei Geschäfte draus. Was in einem Gebäude ist. Eher so ein kleines. Vielleicht eine Schmiede oder irgendwas. Und hier dann was Größeres rein. Und das beides in einem Gebäude. Das ist vielleicht auch ganz cool. So. Und hier vorne auf dem Platz werden wir uns ein paar verschiedene Marktstände versuchen hinzubauen. Ich sage extra versuchen, weil das Problem ist halt, mit denen haben wir jetzt eine vorgegebene Ausrichtung. Das heißt, hier kann ich entweder so schräg bauen, also ich kann nicht frei wählen. Also hier kann ich ja, wenn ich hier bin, kann ich ja komplett jede Richtung wählen. Hier habe ich jetzt das Problem, dass ich es vorgegeben bekomme. Das heißt, da könnten wir zum Beispiel herkommen, nur mal, es wird jetzt nicht aus Pilzwänden sein, ja, das ist jetzt nur
Proforma-Test, dass wir hier so ein bisschen da einen Stand, hier vielleicht einen Stand ein bisschen mittig, weil da hinten, das ist ja eigentlich nicht für die Menge zugänglich, sollte es nicht sein. Dann machen wir uns noch einen Stand hier hin. Vielleicht noch einen dahin. Und einen dahin. Muss ich nur mal gucken, wie wir die schön gestaltet kriegen. So, und hier vielleicht einen Brunnen. Stände, Marktstände, Marktstände. Wie könnten wir vielleicht wieder mal ein bisschen mit Grasplatten arbeiten? Dass die auch wieder mal ein bisschen beachtet werden. Könnten wir rein theoretisch so, da ein Tisch hin und Dachschräge. So haben wir sie doch damals immer gebaut, glaube ich zumindest. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Wo ist es denn da? In etwas so. Nur bei den Schrägen geht das halt nicht mit dem Dach und da geht es auch nicht mit dem, mit denen hier. Da haben wir nämlich dann das Problem, dann könnte ich die Stände hier so machen. Deswegen, da müssen wir mal ein bisschen herumprobieren. Dann könnten wir es ein bisschen höher machen. Na. Und beim Dach ist halt jetzt auch die Problematik, muss ich mit denen hier arbeiten. Vielleicht so kleine Hütchen noch hingestellt. Wisst ihr, wie ich meine? Hier, den nochmal weg. Den nochmal weg. Vielleicht so. Da einen Tisch rein. Nach vorne vielleicht offen lassen. Wir sollten mal schlafen gehen. Habe ich hier schon irgendwo ein Bett? Ja, bestimmt. Hier ist auch nichts los. Ja. Kein Besuch. Läuft nicht so die Kneipe. Aber das da unten sieht schon hübsch aus. Es hat was. Jetzt muss ich ja essen und trinken. Auch noch. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Hier habe ich ja auch noch Kühlschränke. Die kann ich auch mal voll stopfen mit Rüsselkäfer und so ein Zeugs. Vielleicht wirklich so kleine Hütchen gemacht, aber dann verschiedene. Das heißt, die nächste machen wir mal so ein bisschen mit Holz. Ah, so nicht. Die machen wir auch wieder mit Holz und die nächste machen wir wieder mit Pilz. Einfach so ein bisschen willkürlich gemischt. Und dann finde ich, sehen die wieder schrecklich aus. Ich finde die kleinen Hütchen irgendwie, ich weiß nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu den kleinen Hütchen hier sagt. So, die setzen wir dann aber ein Stück nach hinten. Die dann auch. Und wenn da so ein bisschen Gebämsel durchgeht, ist ja nicht schlimm. Da muss ich ja nicht drin wohnen. Da kommen ja dann Händler rein. Und dann lassen wir hier die Ecke erstmal offen. Das heißt, ne, mit dem sieht das blöd aus. Ich glaube, wir bauen sie doch alle so. Machen wir halt nur verschiedene Waren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wir bauen sie ja jetzt nicht fertig. Wir machen sie ja nur als Blaupause. Was ihr davon haltet, wie ihr... Ob ihr denkt, hier so ein kleines Hütchen. Wäre doch ganz cool als Shop. Stehen sie wenigstens nicht im Regen. Das kann man dann noch schön beleuchten. Halt mal ein ganz anderer
Baustil hier. Wie so kleine Zeltchen, so Hütchen, so Verkaufsstände, keine Ahnung. Und da müsste dann nämlich, genau, hier so der Tisch hin. Nicht ganz. Ja, so ein bisschen rausgucken lassen. Den auch. Das heißt in etwa so. Und da dahinter noch ein Männchen gestellt. Ja, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Der müsste weiter rüber. Ja gut, da können wir sie noch ausrichten, wenn sie fertig gebaut sind. Aber dann ist auch Platz. Also dann könnte ich hier rein theoretisch Rüstungspuppe hinstellen. Mit seinem Krempel, den er verkaufen will. Ne? Auch überall eine rein. So, ein bisschen verschieden reinstellen. Das soll ja auch ein bisschen belebt wirken. Standort versperrt. Oh, 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 oh. Oh, 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 da, 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 oh, so, geht doch. So. Dann kann man vielleicht in den Hintergrund noch ein paar Kisten, ein paar Töpfe. Ist nur mal angenommen, das ist jetzt hier unser Vasenhändler. Kriegt auch ein paar da reingestellt. Kann man doch machen. Der kriegt ein paar Kisten reingestellt. Kriegen wir hier irgendwie Werbung dran? Kriegen wir hier irgendwie Werbung dran? Das klippt so nicht, ne? Da könnte mir auch noch was einfallen. Der hier verkauft Bilder. Eins hat er in der Hand. Komm, schmeiß die doch da irgendwie mal hin. Kommen wir da auch noch eins dagegen? Ja, so nicht. Nee, so auch nicht. Das sieht so kurios aus. Steht der jetzt? Ach, das hat er nicht in der Hand. Okay, dann nehmen wir das wieder raus. Also der verkauft ein paar hässliche Bilder. Oder wie auch immer. Und der kriegt jetzt ein paar Töpfchen dahin. Hier ein paar Körbe mit irgendwas. Das ist der Korbmacher. Ja, passt auch. Dann kriegt einer hier mal die ein oder andere Kiste mit reingeschmissen. Bei dem könnten wir jetzt sagen, wir stellen uns mal da machen wir so einen Snackshop, also so eine Fressbude draus. Gibt's Essen und Trinken. Und der hier hat Rüstung und Waffen. Das heißt, bei dem machen wir ein paar Rüstungspuppen hier mit rein. Zack. Zack. Müssen halt da hinten stehen, weil Diebstahl, ne, das ist blöd, wenn sie davor, obwohl, stellen wir eine hier vorne noch hin, so als Deko. Und dann mal gucken, ob ich die Waffendinge kriege ich hier platziert. Könnten wir hier so ein bisschen, ich würde es gerne auf den Tisch legen, ne. Muss man mal gucken, wie das aussieht. Vielleicht vom Winkel genauso wie das andere versuchen hinzukriegen. Etwas so. Hm.
Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde die Idee gar nicht mal so blöd. Hier machen wir eine kleine Bank rein. Hier, wie gesagt, so eine kleine Schmiede und hier irgendwas anderes halt, ne? Gut, dann seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin mal gespannt, was ihr hierzu sagt. Gebt ihr das okay oder nicht? Und dann bauen wir das fertig und schauen uns das Endergebnis an. Okay, also bis denn und tschüss.